Der Power Stone ist auch, glaube ich, nur ein Schild oder sowas. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Immer noch 5 Leben. Wir haben ja ein Leben verloren. Wäre jetzt nice, wenn wir noch ein paar Leben kriegen würden und ein paar Energietanks oder so. Aber ich glaube, Energietanks lassen Gegner nicht fallen. Kriegen wir entweder nur von Eddie. Oder die stehen halt so rum. Das läuft doch schon mal ganz gut hier. Okay, wenn er hochguckt, kann man den treffen. Also wie die normalen Mii-Tools auch. Ich finde, die Musik passt sehr gut zum Level. Ich finde es auch lustig, wenn man hier so in diesem Grauen, wenn man da so reinspringt, dann zieht das so ein. Sieht man das? Ein bisschen. Zieht das so einen Schatten hinter sich her. Ja. Nee, da hinten. Ungerne nochmal. Oh! Das habe ich auch noch nicht mitbekommen, Lisa, als dass die dann auf einen zurasen. Auch nicht schlecht. So, jetzt sind wir in den Waggons. Ach genau, hier habe ich nämlich auch letztens so viele Leben bekommen. Ich glaube, da habe ich 7 Stück gehabt oder so. Habe ich mich schon ein bisschen geärgert, dass ich halt nicht aufgenommen habe. So. Ein Mäuschen. Aber die halten sogar 2 Schüsse aus. Oder dann wahrscheinlich einen ganz aufgeladen. Hier war irgendwas. Mäuschen nämlich. Weil die kriegen wir eigentlich nur mit dem aufgeladenen Schuss kaputt. Weil die halt zu niedrig sind. Oh, noch ein Leben. Schön. Weil die zu niedrig sind. Und deswegen müssen wir den aufladen, damit der Schuss größer ist. Und dann kann man die damit auch wegblasen. Noch ein Leben. Noch ein Leben. Also ich muss echt mal... Wenn ich hiermit durch bin, muss ich mir Dennis Let's Play angucken und gucken, ob der auch so viele Leben gekriegt hat. Weil das ist schon echt unnormal. So, hier war irgendwo... Da, genau, der Buchstabe. Sehr schön. Oh, Mäuschen ist weg. Auch nicht schlecht. Energie! So, weiter geht's. Noch ein bisschen Energie. Energie. Oh, das läuft hier gerade ganz gut, würde ich sagen. Natürlich sollte man hier nicht den Tag vom Abend loben. Ne? Volle Energie. Nicht mehr. Eine kleine Energie. Noch eine kleine Energie. Jetzt sind wir gleich schon wieder voll. Ah, da muss man Kopf, glaube ich, treffen. Ah,
Okay, wir haben jetzt nicht mehr so viel... Da bellt ein Hund. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Energie, aber wir haben ja 3 Milliarden Leben. Erstmal gucken, was er hier macht. Er charged auf jeden Fall. Da habe ich das letzte Mal noch nicht so ganz durchgeblickt, wann er charged und wie ich das erkennen kann, dass er charged. Also, dass der dann diese komischen Lava-Klümpchen oder was es ist, von der Decke runterholt, das kann man erkennen. Aber wann er charged? Ach, scheiße. Oh, Mega Man. Wann bist du verwundbar, mein Guter? Ja. Den verstehe ich halt nicht so ganz. Ich glaube, ich habe Stone, habe ich letztes Mal gar nicht ausprobiert hier. Oh, das war mega scheiße und kann mich nicht mehr dran erinnern. Kann man die eigentlich auch aufladen? Ich meine, Stone, das wären einfach nur so kreiselnde Dinger, die dann von einem wegfliegen. Ja. Oh. Oh, okay, da dachte ich, das würde noch passen, aber das war gar nicht mal so schlecht mit dem Stone. Ich muss halt nur kapieren, wann ich über den drüber springen kann. Also ich sollte vielleicht Stone nochmal auswählen. Sollte eigentlich noch reichen, weil ich glaube, das zieht nur ab, wenn man ihn trifft, oder? Kann das sein? Ja, verstehe ich nicht. Auf den Kerl nicht. Könnte man drüber reden, ob ich da wirklich getroffen wurde. Okay. So, ganz bisschen habe ich ihn, glaube ich, doch verstanden. Aber... naja. Achso, ich müsste mir ja noch einen Zettel machen. Weil das könnte man schon aufschreiben, dass hier bei Chargeman der Stoneman ganz gut ist. So, you got charge kick. Okay. Also... Stone. Nee, andersrum. Ich schreibe mir das darüber. Gegner. Und, Fähigkeit. So, dann hatten wir hier eben gerade den Chargeman. Charge ist gut. Nee, Stone ist gut für Charge. Stone. So. Weiter. So, soweit waren wir das letzte Mal noch nicht. Letztes Mal habe ich, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder 50 Minuten ungefähr aufgenommen und ja, da hatten wir mit Stoneman angefangen. Stoneman hatten wir und dann Gravity Rock Crystal Man und dann im Charge Man. Na egal. So, Gravity Man oder Crystal Man würde ich jetzt machen.
nehmen wir Crystal Man. Vielleicht ist das ja das, was ich auch das letzte Mal genommen habe. Werde ich jetzt am Level sehen. Ja, ich glaube, das war's. Ja. Diese komischen Dinger, die ihren Kopf verlieren. Was sagen eigentlich unsere Leben? 5, immer noch. 2 Energietanks. Ah, okay. Hier gab es auch Buchstaben, da musste man fallen. Da musste man ein bisschen Acht geben beim Fallen. Weil das war nämlich auch ein Weg nach unten. Wo der dann kam. Ah, und die fallen hier so random irgendwie. Die haben keinen Pattern. Jetzt kann ich das nicht erkennen, dass da eins ist. Ja, war ja klar. Die verlieren noch ein Leben. Hm. Nüscht. Sind wir schon wieder hier? Knapp. Mann, ich raffe das nicht. Die fallen da einfach raus ohne irgendein... Da wirklich, dass die einfach random fallen. Sie irgendwann machen die eine größere Pause, aber dann dazwischen. Naja. Wir kriegen das schon hin. Wir müssen das hinkriegen. Das beim letzten Mal auch hingekriegt. Ich hab hier so Schiss, ey. Jetzt wollte ich gerade zählen 1, 2, 3 und jetzt kam nichts mehr. Gottverdammte Scheiße, vor allem beim letzten.